Shalom Aleichem. Wir lernen weiter Tariag Mitzvot, 613 Mitzvot von der Torah. Heute Bezrat Hashem Mitzvah 486. Lo leotir me'abasar shel korban chgige von 14. Nisan bis dem 3. Tag. Also Fleisch von dem Pesach-Opfer, von dem Festopfer, von Pesach nicht bis zum 3. Tag übrig zu lassen. Das nennt man Neusor. Neusor bedeutet Überfluss, nach der Zeit etwas zu machen. Und wir wissen auch, wir haben das schon gelernt im 4. Buch Mosche, einer von meinen Favoriten, Avar Zmano, Batel Korbano. Wenn die Zeit ist um, der Korban ist nicht mehr gültig. Also jetzt, wenn du kommst, ist es schon zu spät. Du kannst nicht kommen einen Tag nach der Hochzeit und sagen, Shalom Aleichem, Mazel Tov, bin ich da. Die Hochzeit war gestern Abend. Du hättest nicht einschlafen sollen. Also die Mitzvah ist, dass man soll nicht Fleisch von Korban Pesach, von dem Opfer von Pesach, wo hat man gefeiert am 14. Nisan, lassen am 3. Tag praktisch, soll dem Korban, der kommt, um die Simcha, die Freude zu vermehren, soll man ihm essen in 2 Tage, 14. und 15. Und so steht geschrieben in die Torah, in 5. Buch Mosche, Kapitel 16, Pasuk 4, und es darf nicht übernachten von dem Fleisch, dass du am Abend des 1. Tag schlachtest bis zum Morgen. Und die Erklärung ist, dass die Freude und die Chagiga-Opfer, die Festopfer, die kommt mit dem Korban Pesach, haben Zeit 2 Tage. Weil es steht geschrieben auf diesem Chagiga, auf diesem Feiertag, Besovachto Pesach ladino Elojecho, Zoin Uboker. Also es steht geschrieben, dass du sollst schlachten ein Pesachopfer dem ewigen Gott, Schafe und Rinder. Okay? Das heißt, soll er bringen dazu zu dem Korban noch etwas zu essen. Die Mitzvah ist ein großes Grundelement in unserer Torah. Es gibt nicht eine vollständigen, ich weiß, es klingt ein bisschen schwer heute für Menschen das zu hören, aber ich lese euch, was steht geschrieben, ohne die Sachen Rücksicht zu nehmen über das, was Menschen denken. Ein Grundgedanke, der mich zwar bereut auf dem Prinzip, das in Bezug auf das Pesach-Opfer feststeht, nämlich, dass es eine Mitzvah und eine wichtige Grundlage unserer Tora ist. Daher wurde uns befohlen, am Tag, an dem es geschlachtet wird, als Freudentag zu feiern. Für Menschen ist die Freude nur vollständig, wenn viel Fleisch vorhanden ist. Seht ihr, was steht hier geschrieben? Seht ihr, was steht hier geschrieben? Ich zitiere noch einmal den Satz. Für Menschen ist die Freude nur vollständig, wenn viel Fleisch vorhanden ist. Daher wurde uns befohlen, überhaupt nichts von Fleisch, das zu Ehren der Pesachfreude geschächter würde, bis zum 3. Tag übrig zu lassen. Das heißt, Hashem will, dass wir uns volle Fröhlichkeit und innerlichen Freude das zu haben. Deshalb, das ist eine große Simcha. Diese Mitzvah ist in die Zeit von Bet HaMikdash, nicht heute, bei Männern und bei Frauen, dass auch Frauen, stell mal vor, auch Frauen sind verpflichtet in Friedensopfer, Shalmei Simcha, und sie müssen das machen. Und man darf, sie dürfen das auch mit ihrer Familie verzehren und essen nur in 2 Tagen, 14. und 15.
und soll nicht bleiben für den 16. Wenn etwas ist übrig geblieben von diesem Feier, von diesem Chagiga, von diesem heiligen Fest, muss man das verbrennen mit Feuer, aber es gibt keine Peitsche oder Schläge. Shkoyach.